Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Duda Park Checkout. Mein Name ist Meno Labruyère und es geht schon wieder los. Es ist erst September, aber zum Glück haben wir Gletscher in der Schweiz. Wir sind jetzt in Zermatt mit dem schönen Matterhorn und vielen Japanesen, die fotografieren. Und ein lässiger Park, so wie ich gehört habe. Ich hoffe, es ist nicht allzu eisig auf dem Gletscher, aber das gehen wir jetzt gerade anschauen. Ja. Mit dem Zug hat man von Zürich bis auf Zermatt 3 Stunden. Das Auffahren ist auch voll gemütlich, wenn man so einmal umsteigen und dann ist man schon da. Zum Chibben ist sehr lässig, alle Rails und Boxen sind gut aufgegangen so. Und Parkshaper sind auch während dem Tag nochmal nachgeschärft. Von dem her sind die Takeoffs immer gut parat gewesen. Das war ein sehr lässiger Bonk. Sehen Sie, hatten jetzt neue Shape. Gestern war er ein bisschen zu weit vorne, hast ihn gar nicht können brauchen. Heute ist er leider gesperrt. Wir werden im Dorf gerne fahren, aber du gell, dann kommen noch andere, die ihre Spass haben. So, jetzt stehen wir da, neben mir ein alter Herr, wenn du ihn siehst fahren, dann meinst du, es sei 14. John, was haltest du von Zermatt, die Umstände und von der Pipe vor allem? Ja, der Park ist sehr gut, Kicker sind easy, Pipe ist das Jahr neue 22 Fuß, also wirklich so wie es eine Olympiade war, so wie es am US Open ist, in Laax und auch in Davos ist. Ist super gut zum Trainieren. Es ist ein bisschen breit, aber für jeden, der Pipe fahren will, ist das ideal zum Trainieren, um sich dann wirklich auf die Saison vorbereiten. Eben Davos, Laax wird es auch so sein. Es macht so viel Spass. Man kann fliegen, man kann Tricks machen, man hat das Matterhorn als Aussicht. Kurze Parklifter neben, wo man sehr schnelle Runs machen kann, sehr hohe Frequenz. Top! Yes, ja. Gerade alles gesagt in einem Flow. Go with the flow, wie du vorhin schon gesagt hast. Danke dir vielmals, John. Danke auch. Do that park checkout. Ja, also zu den Kickern, das sind eine saubere Sache, gehen gut auf, sind nicht allzu steil, aber die Landung lässt auch nicht viel mehr zu, denke ich. Und es ist eine schöne Zweierline, wo man recht den Speed muss mitnehmen halt, dass man nicht knuckelt bei jedem Sprung, weil die Knuckles recht lang gezogen sind, aber es hat super Spass gemacht. So, das war es wieder für heute. Wir sind wieder unten im Tal, wo alle Touristen sich treffen. Wir haben gemerkt, dass wir ein paar von wenigen Schweizer sind auf dem Berg heute. Aber es ist natürlich schön, ein bisschen Multikulti da in Zermatt. Der Park war im Großen und Ganzen sehr gut zu Weg. Es hat ein, zwei Obstacles gehabt, die nicht so gut geshaped waren.
Aber wenn man mal nicht so tut, drücken wir uns auch zu. Wir haben sehr früh müssen aufstehen, da die Lifte damals nur bis um 1 oder 2 offen sind. Nachher wird es zu sulzig zum Fahren und die Gletscher schmelzend halt leider. Man muss aber auch wirklich früh aufstehen, um den ganzen Tag können auskosten, weil die Lifttickets sind nicht ganz günstig. Von dem her, früh aufstehen lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten bin ich wieder zufrieden. Wieder ein bisschen auf dem Brett stehen. Auch im Spätsommer ist das möglich in der Schweiz. Sehr schön. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, du der Punch again. Ciao. Ja, und jetzt hier so das Mikro-Budget-Mic. Mal schauen, wie weit die Frequenz lang. Ja, es ist sogar eingestellt. Aber es ist eben schon nicht so gemütlich mit Kabel, Mikrofon und Kabel fahren. Jetzt ist hier der Parklift. Normalerweise steigst du hier aus. Dann kommst du hier aufs erste Obstacle. Weil es ein bisschen flach ist, haben wir gedacht,